Das Canon 70 210 mit FD-Mount, ein Vintage-Objektiv für unter 35 Euro. Das schauen wir uns heute mal an. Und damit ein ganz recht herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal, wie schon gesagt, dieses Objektiv hier an. Ein 70-210 Zoom-Objektiv von der Firma Canon mit dem alten FD-Mount hier hinten. Das Ganze ist ein Objektiv, das in den 1980er Jahren in Japan gefertigt wurde. Und seit 1980 ist dieses Objektiv nach wie vor top. Dieses Objektiv hat eine Blende von F4 bis F32. Egal wie weit man reinzoomt, F4 ist durchgehend. Das heißt, man hat immer das gleiche Licht, was auf den Sensor trifft. Das macht Zoomen etc. doch relativ einfach, weil man nicht die Helligkeit bzw. die Belichtung anpassen muss. Des Weiteren verfügt das Objektiv über einen sogenannten Push-and-Pull-Zoom-Mechanismus. Das heißt, je nachdem, wie man das Objektiv nach vorne oder nach hinten schiebt, zoomt man entweder rein oder man zoomt raus. Das Ganze ermöglicht einen, während man zoomt, auch noch den Fokus zu ziehen und das alles mit einer Hand. Eigentlich ein System, das ich persönlich super finde, aber in heutigen Objektiven nur noch ganz selten, wenn überhaupt, verwendet wird. Die minimale Fokusdistanz bei diesem Objektiv beträgt 1,20 Meter. Das heißt, egal was man filmt, es sollte 1,20 Meter von einem entfernt sein, aber es gibt eine Ausnahme. Und zwar verfügt dieses Objektiv hier nämlich über einen sogenannten Makro-Modus. Makro heißt, ich kann mit dem Objektiv ganz nah an mein Objekt, was ich filmen will, rangehen und kann es immer noch sehen. Das Ganze funktioniert, indem man das Objektiv nimmt, auf 70 mm stellt und dann bis hier auf den Anschlag geht. Das merkt man. Und wenn man an diesem Anschlag ist, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber einfach weiter drehen. Dann kommt man in den sogenannten Makro-Modus und der erlaubt es einen, auf 45 cm an sein Objekt quasi ranzugehen und wirklich ganz schöne Makroaufnahmen einfach mit diesem Objektiv zu machen. Ja, was gibt es zu diesem Objektiv noch so zu sagen? Wie ihr vielleicht schon hier seht, es ist auf jeden Fall nicht das kleinste Objektiv. Und nein, es ist auch in keinem Falle leicht. Man hat hier doch ein ganz schönes Gewicht in diesem Objektiv. Es ist super gebaut, von der Bauqualität her echt top. Wertige Materialien, alles funktioniert einfach. Der Ring lässt sich super drehen, der Fokusring. Auch die Push-and-Pull-Mechanik funktioniert nach 30 Jahren oder noch mehr immer noch einwandfrei. Aber das Ganze kommt halt auch einfach mit einem Gewicht. Für den Gewicht eine Rolle spielt, für den ist dieses Objektiv wahrscheinlich eher nichts, weil es ist einfach sehr schwer. Vor allem, wenn man jetzt eine kleinere Kamera hat, so wie hier jetzt zum Beispiel meine Lumix G7, dann sieht es doch etwas interessant aus und man merkt halt einfach auch, dass die Zoom-Optik einfach sehr, sehr groß ist für die Kamera. Das ist bei manchen Sachen dann doch eher unpraktisch, vor allem wenn man sie jetzt so halten will. Dann ist es doch einfach ein ganz schönes Gewicht, was da vorne dran hängt. Vor allem, wenn man hier noch dazwischen den Adapter von FD auf Micro Four Thirds drauf hat, dann wird es doch schon ganz schön schwer auf jeden Fall. Aber kommen wir mal dazu, wofür sich die meisten Leute dieses Objektiv kaufen werden. Das ist einmal die Zoom Range von 70 auf 210 zu einem unglaublichen Preis, aber auch die Bildqualität natürlich, weil Bildqualität sollte natürlich dieses Objektiv auch mit sich bringen, ansonsten lohnen sich auch die 35 Euro nicht. Zur Bildqualität bleibt mir nur zu sagen, ich finde, dass dieses Objektiv für das Alter und für den Preis eine traumhafte Bildqualität hat. Natürlich darf man hier das Ganze nicht vergleichen mit zum Beispiel einem 70-210 von Canon, das Objektiv, das wahrscheinlich jeder von euch kennt, aber es ist auch nicht
so schlecht, wie man jetzt für den Preis vielleicht vermuten möchte. Natürlich hat man bei gewissen Situationen doch sehr starke chromatische Aberrationen. Das heißt, man hat so einen leichten Grün-Rot-Schimmer um Konturen und sowas und Kanten. Das fällt natürlich auf, ist aber, wie gesagt, nicht bei allen Situationen. Das ist nur bei bestimmten Lichtsituationen der Fall. Und diese, wenn man meidet, beziehungsweise, ja, dann hat man halt mal den ein oder anderen Shot drin, der halt nicht so ganz funktioniert. Oder eben, man lebt mit den chromatischen Aberrationen, was meistens ja auch nicht so schlimm ist und kein Weltuntergang. Aber man soll es auf jeden Fall mal gesagt haben, dass mit diesem Objektiv doch ab und an chromatische Aberrationen auftreten können. Ja, was bleibt mir noch zu dem Objektiv zu sagen? Wir haben eine Zoom-Range von 70 zu 210 mm. Das ist auf jeden Fall ganz schön viel. Vor allem, wenn man es jetzt zum Beispiel auf meine Lumix G7 oder meine Blackmagic Pocket quasi adaptiert, dann hat man nämlich nicht mehr nur 70 zu 210, sondern dann geht das Ganze auf der Lumix G7 zum Beispiel von 140 bis 420. Und so eine Zoom-Range zu haben, ist doch mal was ganz Spezielles. Das macht wahnsinnig viel Spaß, einfach mal damit rum zu experimentieren, zu schauen, was dieses Objektiv dann auch kann, trotz dieser extremen Zoom-Range, ist beeindruckend. Um nochmal zum Preis zu sprechen zu kommen, für 35 Euro kriegt man hier ein Objektiv, das sich nicht anfühlt wie 35 Euro. Also es ist auf jeden Fall für diese Zoom-Range auch top und einfach nur zu empfehlen, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass vergleichbare Objektive heutzutage ab 500 Euro losgehen und dafür kriegt man hier 10, 15 davon. Ja, und für 10, 15 von diesen ein neues Canon-Objektiv oder sowas zu kriegen, wobei das Canon ja doch noch deutlich teurer ist, ich glaube, da nehme ich lieber 10 oder 15 von diesen. Ja, und das war's auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! I'm the best.